Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Nissan hat bei seinem Leaf 2 das Rapid Gate gefixt. Wir schauen uns das Thermalmanagement von der größeren Variante mit 62 Kilowattstunden an und im Eco-Test räumen Elektroautos reihenweise die besten Ergebnisse ab. Dieses und viele andere interessante Informationen in den heutigen Nachrichten. Beim Tesla Model 3 geht es Schlag auf Schlag. Erst hat es seine Typgenehmigung bekommen, also sprich ist jetzt in der EU zugelassen und kann somit verkauft werden. Jetzt bekommt es am nächsten Tag vom BAFA den Ritterschlag und ist auf der Liste für förderungsfähige Fahrzeuge. Insofern waren nur wenige Tage kein Tesla auf der Liste. Jetzt ist das Model 3 drauf. Das heißt, alle, die das Tesla Model 3 bestellt haben oder noch bestellen, sind jetzt auf der absolut sicheren Seite. Das Auto ist auf der Liste. Du kannst es jetzt bestellen und kriegst auf jeden Fall den Umweltbonus, weil das Tesla Model 3 unter 60.000 Euro netto kostet. Und somit zusätzlich zu der Position auf der Liste alle Förderungsvoraussetzungen erfüllt. Also wenn du noch gezögert hast, dann ist es jetzt Zeit, das Tesla Model 3 zu bestellen. Und wie du vielleicht aus meinen anderen Videos weißt, hast du, wenn du bis zum Ende des Monats dein Model 3 über einen Empfehlungslink, zum Beispiel meinen, bestellst, auch noch bis zu neun Monaten kostenlosen Supercharger-Nutzung mit dabei. Also noch ein Argument, das Auto zu bestellen. Für alle, die bisher beim Jaguar I-Pace gezögert haben, weil es noch kein Leasing gab, eine gute Nachricht. Es gibt jetzt ein Leasing-Angebot von Jaguar für gewerbliche Kunden. Und zwar ab 569,90 kann man Jaguar I-Pace leasen. Die Leasingrate bezieht sich natürlich auf den Monat, auf eine Laufzeit von 36 Monate und 15.000 Kilometer Laufleistung. Also sozusagen die typische Nutzung, der durchschnittliche Kilometersatz pro Jahr, der üblicherweise anfällt. Und ihr habt es auch schon in anderen Videos gehört, durch die Veränderung bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils für die Privatfahrten, weil die Bemessungsgrundlage auf 0,5% halbiert worden ist, ist das jetzt natürlich besonders günstig. Also solltest du gewartet haben, dann ist das auf jeden Fall jetzt noch ein gutes Argument. Wenn du dir unsicher bist, ob das Auto das Richtige für dich ist, dann empfehle ich dir einfach meine Kaufberatung bzw. meine Beratung, welches Elektroauto für dich am besten ist. Die Informationen findest du wie üblich unter dem Video in der Beschreibungsbox. Dann kann ich mir ganz genau anschauen, wie dein Fahrprofil ist, ob der I-Pace dazu passt. Denn auch wenn er auf dem Papier 470 Kilometer nach WLTP weit kommt, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass er für dich geeignet ist. Aber an sich ist er natürlich ein gutes Auto, wenn dein Fahrprofil dazu passt. Beim Ladesäulen-Ranking ist Hamburg nach wie vor der Spitzenreiter. Das heißt, hier gibt es die meisten öffentlichen Ladesäulen. Dicht gefolgt wird Hamburg von Berlin mit 779, München 696 und dann geht es drastisch runter. Stuttgart und Düsseldorf haben dann 382 und 211. Die Städte, das kann man ganz deutlich sehen, haben in die Ladeinfrastruktur investiert. Als Hintergrund muss man natürlich in Hamburg wissen, dass hier auch als treibender Kraft ein Carsharing-Betreiber mit dabei ist, der eben halt einen großen Deal mit Hamburg geschlossen hat, um hier, ich glaube, insgesamt 2000 Säulen aufzubauen, damit seine Fahrzeuge, das sind reine elektrische Fahrzeuge, dann auch entsprechend geladen werden können. Insofern hört sich das jetzt sehr viel an, aber es ist eben halt auch so, dass häufig gerade diese Carsharing-Fahrzeuge dann die Ladesäulen blockieren, ohne zu laden. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Insofern muss man die Zahl so ein bisschen relativieren, aber insgesamt hat Hamburg eine sehr gute Ladeinfrastruktur, sofern sie verfügbar, also benutzbar ist. Der ADAC hat seinen Eco-Test für 2018 gemacht und die
ersten Plätze haben reine Elektroautos abgestaubt, ist natürlich auch klar, denn beim Ecotest wird hauptsächlich die lokale Emission gemessen und dementsprechend sind unter den ersten 8 Plätzen 7 Elektroautos, wenn ich das jetzt gerade richtig überschlagen habe. Es gibt nur den Fiat Panda mit Erdgas, der es hier unter die ersten 7 mit 5 Sternen geschafft hat. Alle anderen haben entsprechend weniger Sterne abbekommen. Ich habe mir dann nochmal ganz genau die Bewertungsrichtlinien angeschaut, weil ich natürlich gerne wissen wollte, wie das überhaupt ermittelt wird. Und hier ist nach wie vor ein meiner Meinung nach gravierender Denkfehler vom ADAC vorhanden, denn er misst in die Reichweite den Ladeverlust beim Beladen des Elektroautos ein. Was will ich damit sagen? Der Test wird wie folgt ganz grob beschrieben gemacht. Das Elektroauto wird vollgeladen, dann wird es mindestens halb leer gefahren in diesem Zyklus, den alle Autos durchlaufen. Und dann wird mit einem Typ 2 mit 22 kW Lader geladen, beziehungsweise wenn das Fahrzeug weniger kann, dann eben halt mit der höchstmöglichen Ladeleistung. Dabei wird der Ladeverlust ermittelt. Und dann nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Model S 100 mit 100 Kilowattstunden Akku. Das wird zur Hälfte leer gefahren. Dann werden sozusagen im Akku 50 Kilowattstunden dazugepackt. Aber um diese 50 Kilowattstunden in den Akku zu bekommen, braucht man, sagen wir mal, 55 Kilowattstunden. Ne, weil ein Ladeverlust von 10% entstanden ist. Dieser Ladeverlust passiert bei jedem Elektroauto, das ist ganz normal, je nachdem, wie man lädt, unter welchen Bedingungen ist es mal mehr oder mal weniger. Das ist in der Regel so zwischen 5 bis 20%. So, dann werden jetzt diese 55 Kilowattstunden einfach genommen und gesagt, diese 55 Kilowattstunden ist der Verbrauch für den halb leer gefahrenen Akku. Das heißt, für einen vollen Akku braucht er 110 Kilowattstunden. Im Umkehrschluss heißt das, weil ja in dem Akku nur 100 Kilowattstunden sind, dass davon dann nochmal 10% abgezogen werden müssen für die Ladeverluste, die angeblich nicht zur Reichweite da verfügbar sind. Aber das ist ja falsch. Denn im Akku sind definitiv 100 Kilowattstunden, egal wie viel man gebraucht hat, um diese 100 Kilowattstunden in den Akku zu bekommen. Das heißt, im Umkehrschluss, der ADAC rechnet die Reichweite beim Elektroauto immer schlechter, als sie wirklich ist, selbst wenn die entsprechenden Verbräuche natürlich variieren und hier dann auch entsprechend berücksichtigt werden. Wenn man diesen Denkfehler wegnimmt, dann kommt man natürlich noch zu einem besseren Ergebnis und insbesondere hat man in der Praxis dann auch eine bessere Reichweite, wobei natürlich auch die Fahrzeugtests vom ADAC nicht immer jedes Fahrprofil widerspiegeln, aber natürlich viel realistischer sind als die aus dem WLTP-Zyklus. Ich hoffe, ich konnte dir das so erklären, dass du das nachvollziehen konntest. Ich finde es ein bisschen schwierig von der Logik her. Wenn dich das Thema interessiert, schau dir gerne den Link an. Der ist wie immer unter dem Video in der Beschreibungsbox zu der Herleitung, wie der Eco-Test gefahren wird, wie die Verbräuche ermittelt werden. Sollte ich hier irgendwas falsch erklärt oder falsch wiedergegeben haben oder falsch verstanden haben, dann korrigiere mich bitte. Denn mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam hier im Austausch die Informationen verbessern und so natürlich auch den YouTube-Kanal hier sehr interessant machen für alle Zuschauer. Also solltest du überwiegend immer nur die Videos schauen, empfehle ich dir, lese dir die Kommentare durch. Da gibt es viele Ergänzungen. Manchmal habe ich das Gefühl, einige Zuschauer sind Redakteure, also die weitere Beiträge zu den Videos, die ich mache, hier in die Kommentare schreiben. Also es lohnt sich, die sich auch mal durchzulesen. Das sind nicht nur irgendwie blöde, ey Alter, mach mal dies oder das oder das ist falsch oder so, sondern wirklich qualifizierte Kommentare. Volkswagen verhängt einen Bestellstopp für den E-Up. Das heißt, wenn du ein E-Up bestellen wolltest, dann ist es jetzt zu spät, denn im Moment ist es so, dass die Bestellungen erstmal abgearbeitet werden sollen, weil die Lieferkapazitäten derzeit erschöpft sind. Und erst wenn sozusagen wieder Land in Sicht ist, dann werden die Bestellungen geöffnet. Das zeigt, wie groß die Nachfrage hier ist, obwohl der E-Up ja nicht gerade zu den günstigen Elektrowagen oder Elektroautos
gehört, selbst nachdem er jetzt vor einiger Zeit im Preis reduziert worden ist. Also insofern hoffen wir, dass VW dann mit dem ID.Punkt dann mit der Produktion rechtzeitig startet und hier wirklich gleich große Stückzahlen raushauen kann, wenn die Produktion Ende des Jahres beginnt und der Verkauf dann 2020 startet, damit dann hier die Käufer, die ja vielleicht den E-Up nicht kaufen konnten oder den E-Golf nicht kaufen wollen, ein entsprechendes Elektroauto finden. In letzter Zeit war ja immer wieder die Diskussion zum Thema elektrische Kleinfahrzeuge. Da ging es unter anderem auch um Pedelecs. Hier ist es so, dass jetzt der Ausschuss des Europäischen Parlaments beschlossen hat, dass es keine obligatorische Haftpflichtversicherung für Pedelecs und E-Bikes mit niedriger Leistung bedarf. Wir reden hier also von Fahrrädern sozusagen mit Tretunterstützung, die weniger als 25 Kilometer pro Stunde fahren und 250 Watt Unterstützung haben. Die großen, die richtig schnell sind, also teilweise mit 45 Kilometer oder mit mehr Watt, die müssen natürlich eine Haftpflichtversicherung haben. Das macht ja auch Sinn, denn diese sind ja eher, ich würde mal sagen, in Richtung Mofa unterwegs als in Richtung Fahrrad. Und insofern feiert die Radfahrerlobby diese Entscheidung oder den Beschluss als ein Schritt in die richtige Richtung. Opel stellt den neuen Vivaro vor. Allerdings ist es so, dass die Elektroversion erst nächstes Jahr folgt. Wenn du nicht so lange warten möchtest und den Vivaro jetzt schon elektrisch fahren willst, dann kann ich dir die Firma IC Plus empfehlen. Die baut als zertifizierter Umbauer von Opel den Vivaro heute schon um, und zwar mit bis zu 85 Kilowattstunden Akku. Das heißt, hier hast du wirklich eine ordentliche Reichweite. Je nach Fahrprofil kannst du hier so von 200 bis 300 Kilometern ausgehen und dementsprechend also auch schon heute mit diesem Opel Transporter dir den elektrischen Traum erfüllen. Ja, kommen wir zum Nissan Leaf. Der Nissan Leaf ist gerade so in Elektroautofahrerkreisen für das Rapid Gate bekannt. Falls du noch nicht weißt, was es ist, ganz kurz: Rapid Gate heißt einfach, dass die Ladeleistung, also Ladegeschwindigkeit und die Motorleistung, also sozusagen der Vortrieb, reduziert wird aufgrund von thermischen Problemen des Akkus. Das heißt, wenn einzelne Zellen zu warm werden, das ist bei jedem Elektroauto so, dann wird die Ladeleistung reduziert, denn durch die Ladung werden die Zellen besonders gefordert, sprich warm, und auch die Motorleistung reduziert, denn auch bei der Entnahme der Energie aus dem Akku wird der Akku warm und dementsprechend wird das dann, um den Akku zu schonen, reduziert. Jetzt ist es so, dass beim Nissan Leaf dieses Rapid Gate extrem war. Ich kann dir hier mal den Graph zeigen, wie das früher war. Und zwar, wenn das Rapid Gate zugeschlagen hat, hier unten siehst du die Temperaturen, das war so in der Regel bei 40 Grad, dann ist die Ladeleistung drastisch runtergegangen und hat dann entsprechend dazu geführt, dass teilweise das Auto nicht mehr am CHAdeMO-Schnelllader in der entsprechenden Geschwindigkeit geladen werden konnte, sondern nur mit 10, 11 kW geladen worden ist. Das ist natürlich insbesondere, wenn du auf der Langstrecke bist, ein No-Go, denn du möchtest nicht nach 200 Kilometern, wenn du laden willst, damit 11 kW laden. Und dann da deine 3,5 Stunden warten, um weitere 200 Kilometer zu fahren, sondern du erwartest natürlich, dass er hier zum Beispiel in der Spitze dann eben halt mit über 40 kW lädt. Insgesamt war die Ladekurve sowieso relativ merkwürdig, und du siehst es hier auch bei niedrigen Temperaturen war sie relativ gering mit 38 Kilowatt. Jetzt ist es so, aufgrund eines Software-Updates, was Nissan relativ still und heimlich eingespielt hat, was ich so überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn man so massiv in der Öffentlichkeit kritisiert wird, dann macht es doch Sinn zu sagen: Leute, passt auf, seit Mai bauen wir das ein. Das sollte das Problem gelöst haben. Wir haben auch darauf geachtet, dass der Akku nicht leidet. Und dieses neue Software-Update spiegelt jetzt sich hier in der blauen Kurve nieder. Natürlich ist es auch so, dass hier die Hitze über 40 Grad die Ladeleistung reduziert, aber nicht so dramatisch.
Selbst bei 47 Grad Akkutemperatur lädt man hier noch mit 28 und nicht mehr jetzt irgendwie was mit um die 19 kW. Und auch am Anfang bei kälterem Akku geht die Ladeleistung höher. Also insgesamt sieht die Kurve viel besser aus. Dementsprechend freuen sich natürlich alle, die seitdem einen neuen Nissan Leaf gekauft haben. Solltest du einen Nissan Leaf vor diesem Datum, also vor Mai, besitzen, dann geh einfach zum Nissan-Händler und lass dir das Software-Update aufspielen, damit du dann natürlich auch die entsprechende höhere Ladeleistung hast. Dann war natürlich die große Frage, wie sieht das jetzt eigentlich bei dem Nissan Leaf 2 mit dem 62 Kilowattstunden Akku aus? Kriegt der denn endlich eine vernünftige Kühlung? Denn der mit den 40 Kilowattstunden hat gar keine Kühlung. Dementsprechend wurde darauf hingefiebert. Jetzt sieht es so aus, dass er vermutlich eine Luftkühlung kommt, aber das ist auch noch nicht hundertprozentig sicher. Was wir jetzt allerdings wissen, ist, wie der neue Akku gebaut ist. Also es ist nicht sozusagen der 40 Kilowattstunden Akku einfach nochmal die Hälfte oben drauf, sondern Nissan hat sich hier wirklich in der Konstruktion einiges einfallen lassen. Also es das heißt, die Energiedichte ist insgesamt 25% höher. Im Nissan Leaf gab es 8 Zellen, die zu einem Modul zusammengefasst werden. In dem größeren sind es jetzt 12, 21 und 27. Dadurch gibt es eine größere Flexibilität in dem Packaging. Und es kommt wohl auch eine neue Schweißtechnologie zum Einsatz, die weniger Bauraum braucht als im 40er Leaf. Dadurch kriegt man sozusagen auf der gleichen Grundfläche deutlich mehr Leistung unter. Und auch die Zahl der Zellen steigt jetzt von 192 auf 288. Und diese Module sind im Gehäuse so eingebaut, dass der 62er im Vergleich zum 40er eine weniger ausgeprägte Wärmeentwicklung hat. Das bedeutet, dass hier Spitzen, also von der Ladeleistung bis zu 100 kW Ladeleistung, rein theoretisch muss man sagen, erreicht werden. Denn ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich habe es bei uns im Chat gelesen. Es gibt aktuell in ganz Deutschland nur 3 CHAdeMO-Ladesäulen, die mehr als 50 kW liefern. Denn das ist ja das Problem. Der Nissan Leaf lädt an CHAdeMO und das gesamte Schnellladenetz wird gerade ohne CHAdeMO, nämlich nur ausschließlich mit CCS gebaut. Das heißt, hier nimmst du, wenn du den Nissan Leaf kaufst, in Kauf, dass du nicht an der Weiterentwicklung des Schnellladenetzes teilnehmen kannst und dann natürlich aber an den langsameren Säulen mit 50 kW laden kannst. Insgesamt erwartet man, dass durch den größeren Akku, durch das bessere Packaging die thermischen Probleme deutlich geringer werden, selbst wenn er jetzt keine Luftkühlung bekommen sollte. Das liegt einfach auch an der Tatsache, dass so durch die höhere Energiedichte natürlich die Ladestopps deutlich weiter auseinander liegen, somit seltener sind. Selbst wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 1000 Kilometer fahren solltest und eine Reichweite von 300 Kilometern hast, dann lädst du ja nur dreimal oder zweieinhalb Mal. Und dementsprechend ist das nicht so problematisch, als wenn du jetzt den 40 Kilowattstunden Akku hast, 200 Kilometer weit kommst und dann immer halt 5 bzw. 4,5 Mal laden musst. Und dementsprechend wird das für immer weniger relevant werden. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Nachteil, der beim Nissan Leaf vorhanden ist. Ganz losgelöst mal von dem Preis, denn wir reden hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, von 46.500 € für den Nissan Leaf 2 3.0, wie er so schön heißt, also den mit der großen 62 Kilowattstunden Batterie. Und ich vermute, dass wir von der Reichweite hier ähnlich landen wie mit dem Tesla Model 3 Standard Range, was für Ende des Jahres erwartet wird, unvoraussichtlich vermutlich knapp unter 40.000 oder um die 40.000 € kosten wird. Also das heißt, Ende des Jahres ist das Tesla Model 3 von dem Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser. Die Ladeleistung wird erheblich höher sein und das Supercharger bzw. CCS Ultraschnellladenetz, der HPC-Lader, ist deutlich besser. Also insofern
muss man sich ganz genau überlegen, ob man sich jetzt den Nissan Leaf kauft oder eben halt entsprechend auf das Model 3 oder auf dem VW ID wartet. Ja, keine gute Nachricht für dich, wenn du in einem Mehrfamilienhaus mit einer Garage wohnst oder lebst. Es gibt immer noch keinen gesetzlichen Anspruch auf die Installation einer Wallbox in der Tiefgarage. Es sieht sogar so aus, als ob sich das Ganze jetzt auf jeden Fall bis nach der Sommerpause vom Parlament hinziehen wird. Die Arbeitsgruppen, die hier zusammengearbeitet haben, haben sich jetzt darauf geeinigt, das Thema dann nach der Sommerpause weiter zu diskutieren. Das ist wirklich ein Armutszeugnis und jeder in dieser Arbeitsgruppe, der sollte eigentlich verdonnert werden dazu, dass er in einem Mehrfamilienhaus lebt und ein Elektroauto fahren muss. Dann wird es aber hier richtig Schwung in die Diskussion geben, denn dann wird jeder feststellen, wie bescheuert das ist, dass man nicht sein Elektroauto in der Tiefgarage laden kann. Selbst wenn man kein Elektroauto hat, ist das heutzutage einfach schlecht. Das sehe ich bei meinem Vater, der jetzt das Problem hat, dass seine Batterie immer entlädt, weil er einfach zu wenig fährt. Und es gibt keine Steckdose bei ihm in der Tiefgarage, an der er das Batterieladegerät anschließen kann, was er vorher problemlos machen konnte. Also hier, und das Haus, muss ich dazu sagen, ist gerade erst vorletztes Jahr fertig geworden, also gerade mal ein gutes Jahr alt. Also das ist eine echte Fehlplanung. Es wird höchste Zeit, dass hier ein Anspruch auf einen Stromanschluss an den jeweiligen Stellplätzen in Tiefgaragen verankert wird, sodass eben halt diese elende Diskussion, dass man die einstimmige Zustimmung von allen Wohnungseigentümern des gesamten Komplexes braucht, um sich eine blöde Steckdose dorthin zu legen, endlich vom Tisch kommt. Sorry, wenn ich hier so deutlich werde, aber das ist ein Thema, da kann ich einfach nicht verstehen, dass es nicht vorangeht. Ja, soweit mit dem Aufreger für den heutigen Tag zum Abschluss für die aktuellen Nachrichten. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn du Ergänzungen hast, schreib sie gerne in den Kommentaren. Ich freue mich darüber. Wenn du Fragen, Kritik oder Korrekturen hast, schreib sie auch einfach rein. Ich möchte, dass hier dieses Video, dass der Kanal eine lebendige Kommunikation zwischen uns ist und ich freue mich über deine Rückmeldung. Ja, wenn du den Kanal unterstützen willst, freue ich mich, wenn du Abonnent wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das Elektroauto im Point of Interest und wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, damit du die Information bekommst, wenn ein neues Video hochgeladen worden ist. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.